Hallo liebe Kinder, heute geht es um die richtige Beschriftung von Dreiecken. Okay, wir fangen mal an, indem wir die Ecken beschriften. Die Ecken werden mit Großbuchstaben beschriftet, also Ecken mit Großbuchstaben. Und zwar A, B und C. Wie macht man das? Also wir fangen immer mit der Ecke, die sich unten links befindet, mit dem A an. A, also diese Ecke ist A. Bitte immer darauf achten, die Ecke mit Großbuchstaben. So, und dann geht das, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie rum geht die Uhr, gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, hier ist dann die Ecke B und hier oben ist die Ecke C. So, okay, also das ist gegen den Uhrzeigersinn. Was müssen wir beachten? Unten links wird angefangen mit A, dann wird gegen den Uhrzeigersinn beschriftet und ganz wichtig mit Großbuchstaben. Okay, dann machen wir weiter und zwar die Seiten und die Seiten mit Kleinbuchstaben. Aber ansonsten ebenfalls A, B und C. Ja, jetzt gibt es einen Trick dabei, der ist eigentlich ganz einfach. Man guckt einfach nur, wie heißt denn die Ecke gegenüber? Also ganz oben haben wir die Ecke Groß C, dann ist die Seite, die gegenüber liegt, ist Klein C. So, rechts haben wir die Ecke Groß B, dann ist die Seite auf der linken Seite gegenüber, also dieser Ecke Groß B, das ist Klein B. Und die Ecke, die Seite gegenüber von Ecke Groß A, das ist dann Klein A. Also nochmal, die Seiten, die Dreieckseiten werden mit kleinen Buchstaben A, B, C beschriftet. Und zwar ist die Seitenbezeichnung immer so wie die Ecke gegenüber. Okay, dann fehlt jetzt nur noch eine Sache, das schreibe ich jetzt mal hier drüber, weil es da drunter nicht mehr passt. Winkel mit Alpha, das ist wie so ein Fisch. Beta, das ist so ähnlich wie so ein SZ. Und Gamma, ja, da gibt es nichts Ähnliches in der deutschen Schriftweise, ist so eine Schleife mit dem Haken hinten dran, vielleicht so ähnlich wie ein Y. Okay, der Winkel in der Ecke A. Ja, so ein Winkel wird ja immer mit einem Bogen gekennzeichnet, das ist der Winkel Alpha. Dann der Winkel in der Ecke B, das ist der Winkel Beta. Und der Winkel in der Ecke C hier oben, das ist der Winkel Gamma. Okay, wunderbar. Das war's schon zur Beschriftung von Dreiecken.